Guten Morgen. So, es ist 12 nach 6 und jetzt bin ich aufgestanden, hab schon das Haus gemacht, hab mich fertig gemacht, jetzt muss ich noch schnell Brot schmieren, um 6:30 muss ich dann los. Ja, also, was steht heute an? Heute nicht wirklich viel. Heute muss ich gleich zur Arbeit und dann da machen wir wohl einen Ausflug zur anderen Betreuungsklasse. So, und von da aus geht es dann um 3 Uhr nach Hause. Dann bin ich so gegen 4 zu Hause, 4:30. Dann geht's kurz eine kleine Runde mit Grace. Und um 5:30 müssen ich und mein Freund schon los. Da treffen wir uns mit der Hundetrainerin. Und dann gibt's noch Hundetraining für Schoko. Wegen seinen Pöbeleien. Aber heute steht eher die Leinenführigkeit an. Ich bin ja mal gespannt, was auf uns zukommt. Sie wird uns nämlich eine neue Taktik zeigen, wie wir ihm das beibringen können, weil er ja nicht wirklich leinenführig ist. Und wir haben schon viel probiert. Schauen wir mal, ne? So, ich bin jetzt an der Bahn nach Pinneberg und ja. Ich hatte übrigens gestern irgendwie noch ein paar Mal versucht, das Video hochzuladen. Aber irgendwie klappte das überhaupt null. Also immer irgendwie abgebrochen oder so. Aber irgendwann klappt das dann. Also deshalb ist es auch so spät ist gekommen. Ja. Bis bald. Hey. Komm, wir machen das gerade. Mike ist wieder da. Sitz. Nein, ja. Sitz. Warte. Nein, runter. So, wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich jetzt wieder zu Hause. Es ist jetzt kurz nach 16 Uhr, also 5 nach oder so. Genau. Ja, okay. Jetzt ganz kurz, so 10 Minuten mit ihr raus. Und ja, Schoko musste jetzt einmal zu Hause bleiben, weil wir gleich noch mit ihm zum Hundetraining wollen. Also in circa einer Stunde. Bis dahin muss er sich halt noch ein bisschen gedulden. Schafft er aber auch, er quakt nur ein bisschen rum. Aber ist ganz normal bei ihm. Ja. So, es ist jetzt 16.30 Uhr und ich gucke jetzt noch eine Folge Drop Dead Baby und dann muss ich auch los mit Schoko und mit. Ich gratuliere, Molly, du bist jetzt Besitzerin deiner eigenen Praxis für Fuß. So, nun hole ich mal die ganzen Halsbänder. Also, was Schoko umhat, nehme ich auch mit, weil wir wollen heute eine Leinenführigkeit üben. Einmal nehme ich ein ganz normales Klick-Halsband mit. Dann nehme ich einmal diese Agility-Leine mit dem integrierten Halsband mit. Mal schauen. Und einmal das neue Zugstopp-Halsband. Und außerdem auch nochmal das Kettenhalsband, das wir so oder so im Training dabei haben. Und schauen mal, was sich am besten eignet, was die Trainerin sagt. Alter. So, wir sind wieder da. Wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Auf jeden Fall die häuslichen Sachen sollen wir weitermachen. Und jetzt sollen wir auch noch die Leinenführigkeit so ein bisschen, ne? Haben wir Tipps bekommen,
Die kann ich mir morgen mal zeigen. Morgen trainiere ich nämlich ein bisschen, kann ich ja mal ein bisschen filmen. Und ansonsten war es das. Ja, heute ist wirklich nicht viel passiert, aber gibt halt Tage, wo halt nicht so viel passiert, ne? Wenn man so nicht gerade im Urlaub. Ich dachte, ich habe da eine Maus gesehen, die ich mal filmen kann, aber ist nichts. Wenn man nicht gerade Urlaub hat, ne? Okay, bis dann. Ciao. Die dritte. Die ist. Da ist die eins aber nicht so. Hihi.